Herzlich willkommen aus dem Iglo von Nonsenf. Etwas unterkühlt ist hier Ihre Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Der Monat ist auch um. Es lebe der neue Monat. Einen Überblick über den verflossenen September gibt's hier heute auch von und mit Jonas Greiner. Zuerst aber die gute Nachricht, wir sind wieder flüssig. Zumindest flüssig Gas. Uns Kanzler Olaf hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht nur ein Bäumchen in die Wüste gepflanzt, sondern auch ein paar Liter Brennbares mitgebracht. Wenn man sich das mal genauer ansieht, dann stellt man fest, so wenig ist das gar nicht. Kamen früher 1,7 Millionen Kilowattstunden Gas aus der Pipeline, so kommen jetzt aus den Emiraten fast 1,4 Millionen Kilowattstunden. Und zwar schon im Dezember, alles auf einmal, mit einem Schiff. Holla Busch, wenn wir mal nicht im Flüssiggas ertrinken. Aber das Gute könnte sein, dann wird's wieder billiger. Ja, haben alle gelacht. Gut. Wann ist jemals ein Produkt billiger geworden, nur weil die Rohstoffe billiger geworden sind? Wir sehen's an der Zapfsäule jeden Tag oder im Supermarkt. Aber wir wollen nicht undankbar sein. Gas aus der Wüste kommt. Dass man dort die Menschenrechte und die Gleichberechtigung nicht ganz so eng sieht wie hier, das ist auch erstmal wurscht, solange es bei uns schön warm ist. Und das hat der Olaf ja mitgebracht. Ne? Und was hat er noch so mitgebracht aus den Emiraten? Corona. Huch, leichte Symptome, nichts Wildes. Aber er musste die Woche zu Hause bleiben, obwohl die dort in den Emiraten ja fast alle Maske tragen. Was? Ach, Schleier heißt das. Ach, und das tragen nur die Frauen. Das wusste ich nicht. Ja, peinlicher Moment. Musik. Oh, mir macht es Angst, wenn Kirmesschlager plötzlich wahr werden. Letztes Wochenende auf der Kirmes alle Depp, 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 Johnny Depp und so. Und dann plötzlich die letzte Woche alle Zeitungen voll mit Johnny Depp. Er ruft auf zum Blutspenden. Ja, alles klar, dachte ich. Wenn Johnny Depp zum Blutspenden aufruft, dann gibt's einen neuen Dracula-Film. Aber nein, er kümmert sich rührend um die Blutspende Suhl. Und jeder, der jetzt bei der Blutspende Suhl Blut spendet, der kann einen Hut oder ein Foto oder eine Kunst von Johnny Depp, Depp, Depp gewinnen. Der Anlass ist ein ernster. Es fehlen auch in Thüringen jede Menge Blutkonserven. Aber mit Johnny Depp, wie geht das denn? Na, der Chef von der Blutspende, der einen kennt, der Johnny Depp kennt. Und so kam's, dass der Kirmesschlager von gestern heute plötzlich direkt vor unserer Haustür gute Taten vollbringt. Nur, was kommt als nächstes? Der Zug hat keine Bremse, Ihre Erfurter Bahn oder wofür könnte Laila werben? Möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Lassen wir es dabei, dass Johnny Depp unser Blut will und gut, gehen wir also alle mal wieder Blut spenden und wenn wir rauskommen, dann schallt es. Also wir Deutschen sind schon ein komisches Volk. Nicht, dass wir seit über 30 Jahren zusammenwachsen oder eben zusammenwachsen. Nee, wir können auch besonders gut und gleichzeitig auch besonders schlecht nachdenken. Wir können einfach nicht Mittel. Entweder literarisches Quartett oder Sommerhaus der Stars. Mal ein Beispiel. Wir denken auf der einen Seite drüber nach, wer die Pipeline kaputt gemacht hat und ob nun der Russe oder der Ami der Böse ist. Und dann sind wir kurz still und dann denken wir drüber nach, warum Melanie Müller am Ballermann den rechten Arm hebt. Dann wieder kurz Ruhe und wir denken drüber nach, was so eine Rezession für das Land bedeutet und warum das Bruttoinlandsprodukt nur um 0,4% schrumpft, die Inflation aber bei 10% ist. Dann wieder kurz Ruhe. Ross Anthony backt am liebsten Kuchen, wie ihn die englische Queen auch mochte. Warum machen wir Deutschen das so? Immer wenn ich mit Freunden in anderen Ländern telefoniere, interessieren die sich für ganz andere Sachen. Geht's dir gut? Was hast du heute gegessen? Was wirst du morgen essen? Hast du das Buch schon gelesen oder den Film schon gesehen? Warum können wir das nicht? Weil wir keine Zeit haben. Wir müssen ja unserer Regierung erklären, wie sie zu regieren hat. Und wir müssen den Ballermannsängern erklären, wie man tanzt und was man singen darf. Deshalb meine letzte Frage jetzt an Sie. Was gibt's heute Mittag bei Ihnen zu essen? Und wenn Ihnen demnächst mal wieder einer kommt mit, na, die da oben drehen jetzt völlig durch, jetzt wollen die auch noch bla bla bla, dann sagen Sie einfach, ich esse meine Bratwurst am liebsten mit Senf. Nonsenf. Kurze Pause für Lara und dann geht's hier weiter mit Jonas Greiner.
Grüße zu Ihnen nach Hause. Wir haben einen neuen Monat und damit herzlich willkommen im Oktober. Die einen werden jetzt sagen, schade, der Sommer ist vorbei. Die schönen langen Sommerabende gehören erstmal der Vergangenheit an. Aber der Oktober hat ja auch viele schöne Seiten. Denken Sie mal an das bunte Laub an den Bäumen, das Kastaniensammeln oder die schönen Sonnenuntergänge. Es kann also ein richtig schöner, goldener Oktober werden. Vielleicht ja auch, wenn Sie die richtigen Zahlen getippt haben. Kommen wir jetzt zu den Gewinnzahlen vom Eurojackpot vom 4. Oktober. Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Na, ist der goldene Oktober bei Ihnen in Sichtweite? Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall. Wenn Sie diesmal nicht die richtigen Zahlen getippt haben, dann ist das gar kein Problem. Die nächsten Tipps sind schnell abgegeben. Die nächste Lotto-Annahmestelle ist ganz in Ihrer Nähe. Wo genau? Das finden Sie auf lotto-thüringen.de. Und so viel ist dann am Freitag wieder für Sie im Jackpot. Na, Ono. Gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ja, ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 49 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. Nutzen Sie Ihre Chance und geben Ihren Tipp für die nächste Euro-Jackpot-Runde ab. Entweder online unter lotto-thüringen.de oder in einer der Thüringer Lotto-Annahmestellen. Ich sage bis bald, viel Glück und jetzt ganz viel Spaß mit der Sendung Nonsenf. Nonsenf 4 und es ist die Feierwoche Deutsche Einheit. Naja, jetzt nennen Sie mir mal eine Deutsche Einheit. Richtig, Mark. Oder Maß oder Augenblick. Ja, wirklich. Augenblick ist übrigens der Zeitraum, den es in Deutschland braucht, vom Bauantrag bis zur Baugenehmigung. Richtig. In diesem Jahr sind wir also im geeinten Deutschland 3 Augenblicke alt. Das ist eine Leistung, wenn man bedenkt, dass die Dinosaurier nach 5 Augenblicken ausgestorben sind. Mehr aus der Geschichte des vergangenen Monats, jetzt von und mit Jonas Greiner. Herzlich willkommen zum Überblick über den September 2022, wie immer hier aus dem saubersten Schaufenster Kasachstans. Das Streitgespräch zwischen Harald Welzer und Richard David Precht, das eigentlich an dieser Stelle geplant war, entfällt leider, weil man ja in Deutschland nichts mehr sagen darf. Das stand zumindest auf Facebook, wo man ja auch nichts mehr sagen darf. Die Nerven liegen blank und die Angst vor dem Herbst ist nach wie vor allgegenwärtig. Was wird denn nun aus der Heizung? Was wird denn nun aus der Weihnachtsbeleuchtung? Was wird denn nun aus den Preisen? Eine populäre Forderung, um die Gasversorgung zu sichern, war ja bis vor kurzem Nord Stream 2 öffnen. Genau. Richtig so. Also ein Bekannter von mir, der hatte diese Forderung noch letzte Woche in seinem WhatsApp-Status. Danach ist er direkt nach Berlin gefahren, um sein zweites Kind an der Uni anzumelden, obwohl er aktuell noch nicht mal eine Frau hat, um das erste zu zeugen. Ist aber auch egal, denn Atlantis hat jetzt kurzen Prozess gemacht und die beiden Nord Stream Pipelines an verschiedenen Stellen unterirdisch geöffnet. Dort in Atlantis hat der Gaspreis jetzt gerade ein historisches Tief erreicht und Ariel kann endlich Sebastian in Weißweinsud servieren. Bei allem Unmut besteht aber auch in Deutschland Hoffnung. Die Gasspeicher haben sich nämlich bislang sogar schneller gefüllt als bayerische Landespolitiker auf dem Oktoberfest und das sorgt für Hoffnung, was den bevorstehenden Herbst angeht. Die Stimmung wird nur getrübt durch eine alarmierende Botschaft von einem anderen Vorrat. Der Grasspeicher, die nationale Grasreserve, bis vor einigen Monaten noch gelagert auf dem Balkon von Cem Özdemir, mittlerweile offiziell an einem geheimen Ort unterirdisch deponiert, füllt sich nicht annähernd so schnell wie geplant. Ich fordere die Bundesregierung auf, sofort Verhandlungen mit den Niederlanden aufzunehmen über die Öffnung von Nord Stream 2. Wir brauchen dringend eine gut gefüllte staatliche Grasreserve, um durch diesen Winter zu kommen. Das Bier wird nämlich auch knapp, dank der fehlenden Kohlensäure. Und irgendwie müssen wir ja den Winter ertragen bei dieser schrecklichen Nachrichtenlage. Da wäre zum einen die Inflation. Die ist im September auf glatte 10% gestiegen und gestern hat die EZB endlich reagiert und die neue 1-Euro-Münze vorgestellt.
Naja, wie auch immer. Die EU, das ist ja jetzt auch so eine Sache. Im September sind nämlich erst Schweden und dann, viel wichtiger noch, Italien nach rechts abgebogen. Und das ist nicht wirklich gut für die EU. Giorgia Meloni ist nämlich offensichtlich ein großer Fan von Benito Mussolini, einem ehemals sehr guten Freund von Adolf Hitler, der damals den Trend des Faschismus in Europa offiziell in Italien einleitete und eröffnete, und zwar 1922. 1922. Aber Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich nicht. Denn ich meine, nach 1922, da kam ja dann 1923 die Hyperinflation. Ah. Gut, also wahrscheinlich ist es dann schon besser, wenn jetzt auch in Deutschland jeder Einzelne an seine persönliche Zukunft denkt und sich schon jetzt seinen Spieler raussucht für die nächste anstehende Diktatur. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu 1, 2 oder Heil. Wer ist dein Anführer? Wir klären es bei 1, 2 oder Heil. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Wie wär's zum Beispiel mit Nummer 1? Sarah Wagenknecht, die entschlossene Anti-Mainstream-Kämpferin, ist zwar weder Parteivorsitzende noch Fraktionsvorsitzende. Eigentlich ist sie nur ein ganz normales Mitglied des Deutschen Bundestages, wo sie den Wahlkreis Moskau vertritt. Trotzdem ist sie die aktuell prominenteste Vertreterin der Linken und vielleicht dein heißer Tipp für Germany's Next Staatsratsvorsitzende und Generalsekretärin des ZK. Vorteile: Sarah Wagenknecht kämpft konsequent gegen den Kapitalismus, zum Beispiel mit ihrem aktuellen Buch, bei Amazon erhältlich als E-Book, schon für kostendeckende 22,99 Euro. Und sie ist mit Wladimir Putin bei BeReal befreundet, dadurch bleibt ihr aktueller Aufenthaltsort stets vor Atomschlägen verschont. Nachteile: Sie weigert sich immer, Blitzerfotos und Strafzettel zu bezahlen, weil die USA ja auch schon mal gegen Völkerrecht verstoßen haben. Sie nimmt keine Facebook-Freundschaftsanfragen an, weil die USA nach dem Kalten Krieg ja auch kein Militärbündnis mit Russland zusammen machen wollten. Und sie lässt sich an der Supermarktkasse nicht vor, weil die USA ja auch die chinesischen Schiffe nicht zu den Salomonen lassen wollten. Ihr Lieblingsgetränk: Zentralkomitee. Superkraft: Sie kann dumme Ideen sprudeln lassen wie eine La Fontaine. Oder die 2. Setzt du lieber auf einen Quereinsteiger, dann ist Michael Wendler vielleicht deine Wahl. Der charismatische Schlagerstar gilt als der einzige deutsche Promi, bei dem die Teilnahme an Big Brother und dem Dschungelcamp den Höhepunkt der Karriere darstellt. Zeit für ein neues Kapitel, mit deiner Hilfe ja vielleicht bald in der neuen Reichskanzlei. Seine Vorteile: Bis seine Freundin geschlechtsfähig ist, kann er sich voll und ganz auf die Regierungsgeschäfte konzentrieren, und er hat bereits erfolgreich den Tod aller Geimpften bis spätestens September 2021 vorhergesagt. Die Nachteile: Er hat von Geschichte leider so wenig Ahnung, dass er Mussolini für eine Nachspeise hält, und mit ihm werden sich die Beziehungen Deutschlands zur demokratisch gewählten reptiloiden Weltregierung wahrscheinlich deutlich verschlechtern. Das Lieblingsbuch von Michael Wendler: Die Bild am Sonntag. Superkraft: Er kann Melodien in einen Tinnitus verwandeln. Oder Heil: Wie wäre es denn mit Björn Höcke? Der ehemalige Hesse ist vor Jahren schon im Rahmen des Aufbau Ost als Geschichtslehrer nach Thüringen geschickt worden, und er will seinen Schülern das Thema Drittes Reich zwar wohl etwas zu anschaulich vermitteln, aber es bleibt die Hoffnung, dass das alles nur ein Geschichtsprojekt ist. Seine Vorteile: Er ist braun, er kriegt Frauen. Und er darf sich im Gegensatz zu den italienischen Möchtegern-Mussolinis auch höchst offiziell und gerichtlich bestätigt Faschist nennen. Seine Nachteile: Er verpulvert die nationale Gasreserve möglicherweise für andere Projekte. Wenn man ihn zu früh unterstützt in der Öffentlichkeit, kann man in 15 Jahren in Nürnberg nicht glaubhaft behaupten, man hätte von nichts gewusst. Und mit ihm als Regierungschef wird Melanie Müller auf sämtlichen nationalen Feiertagen auftreten. Lieblingsfilmfigur: Hans Landa. Superkraft: Er kann 12 Jahre Geschichtsunterricht aus dem Gedächtnis verschwinden lassen. Das war 1, 2 oder Heil. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn die Gleichschaltung losgeht. Ganz im Ernst, Europa driftet weiter nach rechts, und das ist alarmierend. Polen, Ungarn, Großbritannien, Italien und Schweden, Frankreich und die Niederlande wackeln auch schon seit Jahren. In Spanien ist die rechtspopulistische Vox auf dem Vormarsch. Und bei Vox wissen wir Deutsche, das steht wirklich nicht für gutes Programm. Bleibt in 10 Jahren noch eine stabile EU mit Deutschland, Belgien, Bulgarien, Litauen und Slowenien? Und Simon sitzt dann da und schwärmt von seiner Jugend in Europa. Ah, es war ein unvergessliches Jahr mit Erasmus in Panevezis, Novo Mesto und Plovdiv. Ah, und nächstes Jahr machen wir endlich unsere Interrail-Reise.
Los geht's in Köln. Von dort fahren wir mit dem ICE bis nach Passau, dann mit der Regionalbahn nach München und von dort fliegen wir nach Bratislava. Ab da fährt dann unser Taxi nach Plaveke Podradie, von wo aus dann unser Flug nach Vilnius geht. Ja, dann fahren wir mit dem Zug nach Kaunas und von dort nach Klaipeda und von dort geht's dann mit dem Kreuzfahrtschiff nach Brüssel. Und ab da geht's mit dem Zug wieder zurück nach Köln. Direkt, einfach über die Grenze, ohne Kontrolle. Ha, das muss man sich mal vorstellen. Also Wahnsinn, was 2032 schon möglich ist. Was ist sonst noch so passiert im September? Ach ja, die Schweiz hat verlauten lassen, dass sie einen Platz für ein Atommüllendlager gefunden hat. Dazu bohrt sie einfach extrem nah an der deutschen Grenze in einem extrem spitzen Winkel einen langen Tunnel und kippt das dann dort rein. Also, naja, nicht ganz, aber schon sehr nah an Deutschland dran. Unangenehm nah. Ist das jetzt der Dank dafür, dass wir Deutsche seit Jahrzehnten so tun, als würde DJ Bobo echte Musik machen, die nicht in vielen Punkten gegen die Genfer Menschenrechtskonvention verstößt? Aber naja, ich will mich nicht aufregen, denn eigentlich ist es ja nur fair. Die Schweiz lagert den Atommüll quasi nah an Deutschland ein, als Rache dafür, dass wir seit Jahren schon Alice Weidel in der Schweiz eingelagert haben. Das war der Überblick über den September 2022. Bleiben Sie gesund, lassen Sie sich nicht annektieren, schreien Sie nicht zu viel Zicke-Zacke und viel Glück im Oktober. Danke, Jonas Greiner. Jetzt gibt's Musik aus Erfurt, Michael Blanco Perez. Realitätscheck 2.0 heißt sein aktuelles Album, ist gerade frisch erschienen und aus dem Album gibt's jetzt einen Song, der uns vor allen Dingen eins zeigt, wir jammern auf sehr hohem Niveau. Lässt sie rein, deswegen sieht man sie nur draußen. Sie sollen träumen, dürfen aber nichts mehr glauben. Wir greifen nach den Sternen, sie müssen danach tauchen. Sie sehen ihr Glück nur mit Tränen in den Augen. Keiner lässt sie rein, deswegen sieht man sie nur draußen. Sie sollen träumen, dürfen aber nichts mehr glauben. Wir greifen nach den Sternen, sie müssen danach tauchen. Es ging hier nie um Menschen, es geht nur um Ertrag. Europa schützt die Grenzen vor denen, die es nicht mag. Und macht dabei auf menschlich, sozial und human. Es ist diese Heuchelei, die ich nicht mehr ertrag. Auf einmal ist der Krieg so unfassbar nah. Dreht sich die Politik um 180 Grad. Refugees sind willkommen, Aufenthalt, freie Fahrt. Doch leider nur für Weiße, der Rest bleibt ihnen egal. Solidarität ist so nur eine Farce. Für die einen offenen Arme, für die anderen Stacheldraht. Wenn wir Menschen einteilen in erste, zweite Wahl, ist es dann nicht schon zu spät? Haben wir dann nicht schon versagt? Ist das, woran wir festhalten, nicht lange schon am Arsch? Nehmen wir uns noch ernst bei dieser Doppelmoral? All refugees welcome, meine Message bleibt klar. Leave no one behind, von hier bis Moria. Sie sehen ihr Glück nur mit Tränen in den Augen. Keiner lässt sie rein, deswegen sieht man sie nur draußen. Sie sollen träumen, dürfen aber nichts mehr glauben. Wir greifen nach den Sternen, sie müssen danach tauchen. Sie sehen ihr Glück nur mit Tränen in den Augen. Keiner lässt sie rein, deswegen sieht man sie nur draußen. Sie sollen träumen, dürfen aber nichts mehr glauben. Wir greifen nach den Sternen, sie müssen danach tauchen. Schau auf die Welt, alles wie vor 100 Jahren. Exportieren Schusswaffen bis in den Iran. Wirkt so wie geplant, aber wir haben nichts getan. Niemand hat's gesehen und keiner was erfahren. Wir sind alle reich und die anderen alle arm. Langsam wird es Zeit, dass wir auch dafür bezahlen. Doch wir gehen weiter und wir tun, als ob nichts war. Ich frag nach Nächstenliebe, keiner ist mehr da. Und Merkel hat gesagt, Mädchen bleib doch stark. Du musst zurück, aber wir schaufeln dein Grab. Gerechtigkeit bleibt bei uns ein Unikat. Rechte Parteien sind bei uns im Bundestag. Und die Bösen sind für euch die Antifa. Ich werd es nie verstehen, spar mir den Kommentar. Es passiert so oft, dass man hofft, nicht nochmal. Ich seh keine Menschenrechte hier auf Moria. Sie sehen ihr Glück nur mit Tränen in den Augen. Keiner lässt sie rein, deswegen sieht man sie nur draußen. Sie sollen träumen, dürfen aber nichts mehr glauben. Wir greifen nach den Sternen, sie müssen danach tauchen. Sie sehen ihr Glück nur mit Tränen in den Augen. Keiner lässt sie rein, deswegen sieht man sie nur draußen. Sie sollen träumen, dürfen aber nichts mehr glauben. Wir greifen nach den Sternen, sie müssen danach tauchen. MBP aus Erfurt, vielen Dank für dieses eindrückliche Musikvideo. Wir sehen uns nächste Woche wieder und wir hören uns ab Dienstag auch wieder bei Landeswelle Thüringen. Bis dahin, bleiben Sie, so gut es geht, fröhlich.